Ich bin seit einer Woche oder so im Pouring drinne und finde es auch irgendwie geil, dass wir auch mal ein bisschen was anderes machen können, als irgendwie zocken oder vorm Rechner hocken. Folgendermaßen, ich habe vier Pouring-Dinge bis jetzt aktiviert. Vier Pouring-Sessions und ich lese euch nochmal vor, was Pouring genau ist, laut Wikipedia. Der englische Begriff Pouring bedeutet übersetzt gießen oder schütten. Bei dieser Technik werden die Farben also nicht mit dem Pinsel oder Spachtel aufgetragen, sondern auf die Leinwand geschüttet. Durch das Ineinanderfließen mehrerer Farben ergeben sich interessante Marmory-Effekte. Genau? Habt ihr? You got it? Ich zeige euch jetzt mal die Farben zuallererst und das ist das Allerschwierigste. Solche Farben. Greetings an Bösner, unbezahlte Werbung. Ich sage euch, wie es ist. Erst die vierte Session sage ich, es ist Pouring. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt mal das allererste. Das hat mit Pouring, glaube ich, gar nichts zu tun, weil die Farben einfach überwack gemischt sind. Ne? Das ist das allererste. Also folgendermaßen, ihr seht, hier verläuft es auch alles so. Ne? Das ist nicht geil, Mann. Feier's trotz. Okay, dann wartet auf Nummer 4 ab. Nummer 2 war das hier. Ist mir aber auch zu verlaufen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Das Pouring ganz anderer Style. Nummer 3, also 1 und 2 war in einer Session so. Da habe ich die Farben nicht richtig angemixt. Jetzt Nummer 3 würde ich schon sagen, ist Pouring, weil es einfach die Farben nicht so verlaufen sind. Nummer 3 ist schon Pouring auf jeden Fall. Guckt euch das hier mal an. Aber seht ihr, hier sind die Farben schon nicht so, ne, die sind voneinander getrennt. Das ist halt schon nice so. Nummer 4. Für mich das erste Mal Pouring. Gebt euch das mal. Wisst ihr, was ich meine? Und hier diese Zellen, diese Blasen, die bekommt man hin mit einer Heißluftpistole noch. Zeige ich euch alles später, aber das war für mich das erste Mal Pouring. Guckt euch mal die Ecke hier an. Aber wie gesagt, ne, das ist mein erstes Pouring so, ne? Wurde auch wie festgehalten. Ich schreibe natürlich immer auf, damit ich Bartscherer Nummer 4 am 25.08.22. First time pouring. Wir können ja heute mal eins machen, wo wir weniger Farbe nehmen. Wo wir zum Beispiel, wir nehmen nur die zwei. Wir nehmen nur die zwei und weiß zum Beispiel. Es gibt ganz verschiedene Methoden und Techniken. Es gibt eine Methode, dass du alles in einen Becher kippst. Ne, hier haben wir die Bechers. Dass du alles, jede Farbe in einen Becher kippst und es dann stülpst in der Mitte drüber. Es gibt, dass du in der Mitte, dass du eine Linie auf die Mitte bellerst und dann mit der Spachtel. Es gibt voll viel verschiedene Styles und wir werden einfach mal alles ausprobieren, was geht so. Ne? Küchenwaage natürlich eingepackt. Ich sage euch, wie es ist. Becher drauf. Hier die Styles zum Rühren. Kennt vielleicht der ein oder andere noch vom Arzt? Na klar. Guten Anteil auch hier an Wasser. So. Pouring und dann wird halt geschüttelt wie ein Weltmeister. Gerührt. Cocktailmäßig. Und das ist halt, glaube ich, das Allerschwierigste in der ganzen Angelegenheit. Dass man das hinbekommt, dass es einfach die richtige Konsistenz hat. Oh, ich glaube, das wird gut. Das ist Buttermilchmodus. Hey, wisst ihr was? Ich glaube, wir brauchen gar keine. Ich glaube, wir brauchen gar keine Waage mehr. Okay, seht ihr das? So muss es sein. So muss es sein. Wasser? Jetzt überall noch Silikontropfen rein. Ne? Silikonöl. Da muss man sich natürlich auch rantasten, was man macht. Ich habe mal gehört, oder jemand meinte, auf 100 Milliliter sind 6 bis 8 Tropfen, aber das war mir das letzte Mal zu wenig, weil die Pulle hier hat nur so eine Mini-Öffnung. So, ne? Hier Silikonöl. Wir machen jetzt mal überall. Ja, frei nach Segmann. Und wieder rühren. Also ihr merkt, rühren ist hier schon ein ganz großes Thema.
Wir machen es jetzt folgendermaßen, Leute. Ich knall das alles hier in den Becher. Und wir hauen es in die Mitte. Und ich finde das schon immer flash. Alter, das chillt mich schon sehr. Jetzt machen wir hier nochmal Hitze drauf. Jetzt geht's eigentlich los. Jetzt lassen wir es flowen. Wir machen ganz, ganz softe. Ey, das ist wirklich Erdkugel-Style, ne? Und dann macht man natürlich die Seiten immer hier ein bisschen voll machen. Aber dann lässt man jetzt einfach... Wir machen jetzt erstmal hier hoch und dann versuche ich das, den großen Fleck blau ein bisschen wegzubekommen. Ne? Hier, bam, 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 alles auf die Seite. Dann versuchen wir, das ist ja schon ein guter Brocken blau, den versuchen wir ein bisschen wegzukleistern. Machen wir hier die Seiten alles ein bisschen fresho. Seiten fresho Lino. Bam, bam, bam. An der Seite sind natürlich so Tropfen, die machen wir hier mit der Gerätschaft, machen wir das weg. Warte mal. Ein Bildchen. Und wie gesagt, das sind ja die Beginnings. Wir müssen es da rantasten. Lasst doch gerne mal auch einen Kommentar unter dem YouTube-Video, ob ihr schon mal Pouring irgendwie aktiviert habt, ob ihr selbst Erfahrung damit habt, was ihr davon haltet. In diesem Sinne, bis ganz bald. Bleibt vor allem gesund. Ich sag mal so, ich bin raus.